Die SCM-Fans machen sich wieder auf den Weg. Am Samstag, den 16.04. ging es nach Eisenach, zum Ostklassiker zwischen dem SC Magdeburg und dem THSV Eisenach. Gleich beim ersten Angriff warf Nemanja Selinovic das erste Tor der Partie und somit zum 0:1 für den SCM. In der 7. Spielminute warf Olafur Ragnarsson sogar zur 2:1 Führung für die Eisenacher. Die Grün-Roten hatten schwer zu kämpfen, aber sie hatten Dario Quenstedt im Tor, der Schlimmeres verhinderte. Und so konnte in der 22. Spielminute Michael Haas den Ausgleich zum 8:8 erzielen. Die Eisenacher wurden nervös und ließen vieles im Angriffsspiel liegen. Und so gelang dem SCM kurze Zeit später die erneute Führung. Jakob Beierstedt mit dem 8:9. Andreas Rojewski schaute gespannt von der Tribüne zu und drückte die Daumen. Und es hat gewirkt. SCM-Rechtsaußen Robert Weber warf zum 8:10 und somit 2 Tore vor für den SCM. Die Magdeburger konnten den Vorsprung bis zur Halbzeitpause mit dem 11:13 durch Yves Grafenhorst weiter verteidigen. Doch dann kam die zweite Halbzeit und die Wende für den THSV Eisenach. Vor 2802 Zuschauern in der Werner-Assmann-Halle warf der Eisenacher Nikolai Hansen die erneute Führung zum 15:14. In der 36. Spielminute traf Marcel Schliedermann sogar zur 2-Tore-Führung, 16:14. Aber die Grün-Roten kämpften weiter und Michael Damgard erzielte den Ausgleichstreffer zum 17:17. Torhüter Dario Quenstedt war ebenfalls ein wichtiger Faktor für den SCM. Mit seinen entscheidenden Paraden verhinderte er die erneute Führung. In der 47. Spielminute durfte Linksaußen Matthias Musche zum 7 Meter ran. Und er verwandelte sicher zum 19:22. 7 Minuten vor Spielende waren die Weichen für den Auswärtssieg gestellt und Michael Haas warf anschließend zum 19:25 6 Tore vor für den SCM. Das letzte Tor für die Magdeburger in diesem Spiel erzielte Jens Schöngard zum 29:22. Aber das letzte Tor in der Partie blieb bei den Hausherren, Olafur Ragnarsson mit dem 23:29. Und nach 60 Minuten hieß es Auswärtssieg für den SC Magdeburg. Hallo liebe Fans, das war ein tolles Spiel und eine tolle Stimmung, was die mitgereisten Fans hat gemacht. So, das freuen uns und was mehr kann ich sagen als Auswärtssieg. Hey. Ich glaube, jeder hat heute gesehen, der in der Halle war, dass wir uns am Anfang ein bisschen schwer getan haben. Wir sind schwer reingekommen, haben dann aber trotzdem auch in Stresssituationen unserem Plan geglaubt, haben uns nicht auseinanderdividieren lassen, haben versucht, zusammen Lösungen zu finden. Wir sind dann ab der 45. Minute noch besser ins Spiel gekommen. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Sieg in der Höhe nicht unverdient ist und so in Ordnung geht.